Salvete des Scipoli. Hier ist Juno und ich möchte euch heute ein grammatikalisches Phänomen, nämlich den NCI, genauer in seinem Vorkommen und der Wiedergabe näher erläutern. Als Vorwissen solltet ihr bereits den ACI, also den Akkusativus cum Infinitivo, kennen. Außerdem die Konjugation der Verben, also die entsprechenden Bildungen in den verschiedenen Konjugationen im Passiv. Ich möchte mein Video wie folgt gliedern. Zuerst werde ich euch eine Definition des NCI vorstellen. Dann wird sein Vorkommen im Lateinischen besprochen. In Punkt 3 dann die Übersetzung im Deutschen. Zuletzt steht dann eine kurze Zusammenfassung. Wir beginnen also mit der Definition. NCI bedeutet zuerst einmal Nominativus cum Infinitivo. Es ist also eine Verbindung aus einem Nominativ. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com